Hallo, ich begrüße euch zu diesem Video. Das ist ein reines Infovideo. Es geht um zwei Sachen. Die erste Sache ist, wie ihr schon bemerkt habt, dass man die Like- und Dislike-Funktion bei meinen Videos nicht mehr benutzen kann. Also sprich hier Daumen hoch oder Daumen runter. Und das habe ich aus dem einfachen Grund abgestellt. Ihr braucht euch nur mal das andere Infovideo anzugucken von mir. Da sind ja über 13 Dislikes drauf. Und wenn ihr in die Kommentare schaut, da ist nicht ein Negativ-Kommentar drin. Und deswegen, das ist, finde ich, meiner Meinung nach von YouTube blöd gelöst, da einfach einen Daumen hoch oder runter zu geben, ohne einen Kommentar zu schreiben. Also, ich sage mal, wenn ich einen Daumen runter gebe, sollte ich zumindest so viel Arsch in der Hose haben und sollte auch sagen, warum ich das gemacht habe, warum ich also negativ bewertet habe. Und deswegen ist das in meinen Augen, ich sage mal, ein bisschen ja, überflüssig, diese Funktion. Und deswegen habe ich die abgestellt, weil man kann ja auch einen Kommentar schreiben, was einen an diesem Video nicht so gefallen hat. Das mache ich ja schließlich bei anderen auch. Ich gebe ja nicht nur einen Daumen runter oder beziehungsweise ich gebe überhaupt gar keinen Daumen runter. Ich gebe, wenn denn, die Kommentare so ab, dass ich eben schreibe, was mir nicht gefallen hat. Und da brauche ich keinen Daumen runter zu geben. Wenn ich nur einen Daumen runter gebe und dazu nicht, mich nicht äußere, ja, wie bitteschön soll ich denn wissen, was ich an meinen Videos verbessern kann? Wenn einfach nur ein Daumen runter gedrückt wird, ach, ich drücke jetzt einfach mal zack, einen Daumen runter und sage nichts dazu. Und aus diesem einfachen Grunde habe ich diese Funktion abgestellt. Und das wird auch abgestellt bleiben. Weil, wie gesagt, ich finde diese Funktion von YouTube mit diesem Daumen vollkommen unnütz. Weil es müsste denn wenigstens so sein, dass man denn eben einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben kann, indem man denn auch irgendwas dazu schreibt. Und nicht einfach nur das Däumchen drücken und dann weg und gut. Weil das ist in meinen Augen nicht Sinn der Sache. Weil was nützt ja mir das, wenn ich da was weiß ich wie viele Dislikes da drauf habe, also Daumen runter und ich weiß nicht, wo dran es liegt. Weil keiner was sagt, weil in den Kommentaren komischerweise wird nur Positives geschrieben. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ob die Leute wirklich keinen Arsch in der Hose haben und zu sagen, hier höre mal zu, das und das gefällt mir nicht. Und dann lieber nur, zack, ach, das gefällt mir nicht. Ich drücke jetzt mal schnell Daumen runter. Damit habe ich ja ausgedrückt, dass es mir nicht gefällt. Ja, ich kann aber nicht sehen, wer wem was nicht gefällt. Und deswegen habe ich das deaktiviert. Und es wird auch weiterhin deaktiviert bleiben. Das lasse ich einfach so, weil, wie gesagt, noch einmal, ich finde diese Funktion mit diesem Daumen vollkommen unnütz. Weil wer was Positives schreiben will, kann was Positives schreiben. Wer was Negatives schreiben will, kann auch was Negatives schreiben. Ich will nicht nur immer positive Kommentare drunter haben. Ich will auch mal wissen, wo dran es liegt, was noch verbessert werden kann und. Aber das funktioniert nicht mit diesen Daumen. Weil wie gesagt, da werden die Daumen runtergegeben und das war es. Es wird kein Kommentar dazu geschrieben. Das ist bei allen Videos bei mir so. Und deswegen habe ich das halt eben deaktiviert und lasse das auch deaktiviert. So. Zweiter Punkt ist, ab dem 28.01.
werde ich in Reha gehen und da werde ich keine Möglichkeit mehr haben, Videos zu drehen. Die nächsten 3 Wochen können auch 4 Wochen werden. Und ich versuche jetzt noch ein paar Videos zu machen und werde die dann hochstellen. Ich werde jetzt hier unter diesem Video nochmal den Link von Facebook drunter mit reinpacken, weil ich mich dann, wie gesagt, in den 3 oder vielleicht, wenn es auch schlecht läuft, 4 Wochen, die ich denn da verbringe, werde ich mich hauptsächlich auf Facebook melden. Da kann ich dann auch ein paar Bilder mal reinstellen und so. Aber wie gesagt, ich habe da keinen WLAN-Anschluss. Ich muss über meinen Stick da ins Netz gehen mit dem Laptop. Und wenn ich da, was weiß ich, 3 Filme in einer Woche hochladen würde, dann wäre ruckzuck, wäre der Stick alle und dann müsste ich immer wieder nachladen und das kostet nur unnötig Geld. Und deswegen werde ich hauptsächlich, also zu 100% nur noch, denn auf Facebook schreiben und auch antworten. Und ich werde auch bei YouTube nochmal vorbeigucken, aber werde mir da keine Videos angucken und werde, wie gesagt, auch keine Videos da hochladen. Wie gesagt, das ist mir sonst, ich sage mal, zu teuer. Der Transfer da von Dings, von dem Stick, den ich da habe, vom ProSieben, da ist, ich glaube, wenn ich 3 Filme hochlade, sind 15 Euro weg und das ist mir ganz einfach zu viel. Das ist mir ein bisschen zu teuer dann. Und deswegen werde ich da hauptsächlich nur bei Facebook denn schreiben. Ja, gut, mein Bild hochladen, das ist ja, das lässt sich machen. Und wer denn auf einigermaßen auf dem Laufenden bleiben will, kann mich denn gerne auch über Facebook anschreiben und kann auch dann auf der Seite dann mal gucken, auf meiner wie es wohl schmeckt Seite. Und na gut, die andere Seite, die ich von den Ü-Eiern da habe, da werde ich nicht so viel posten, weil da sind nur 2 Likes drauf. Das bringt da also wenig. Es wird auch nicht viel auf der Seite bringen, aber ich sage mal, es sind ja immerhin schon 7 Leute, die sich da drauf jetzt, ja, soll ich sagen, verlaufen haben, die Seite geliked haben und da auch schon mal ab und zu mal reingucken. Und wenn es mehr werden, werden es mehr. Wenn nicht, naja gut, dann kann ich wenigstens mit den 7 Leuten da in Verbindung bleiben und dann ist ja auch gut. So, das war jetzt dieses. Ich hoffe mal, es ist nicht zu lang geworden. Nein, es sind knapp 10 Minuten. Ich werde das Video hier auch nicht schneiden. Ich werde das jetzt so, wie ich das hier gesprochen habe, werde ich das reinsetzen. Vielleicht heute Abend noch, aber es wird wahrscheinlich morgen, also am 18. werde ich es wahrscheinlich erst hochladen. Und wie gesagt, es war mir jetzt nur wichtig, das jetzt zu sagen, weil es kam jetzt, naja, Beschwerden kann ich nicht sagen, aber es haben sich schon mehrere gewundert, warum ich das gemacht habe und und. Und deswegen dieses kleine Video, weil ich habe ja auch drunter geschrieben, unter die eine von dem, wie heißt er jetzt, Hipster. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, möge er mir verzeihen. Und da habe ich ja schon geschrieben, dass die Erklärung da zu lange dauert mit dem Schreiben. Deswegen habe ich hier das jetzt in Videoform gepackt, um meinen Standpunkt euch mal klar zu machen, wie ich die ganze Sache sehe und warum ich das gemacht habe. Denn wie gesagt, es ist in meiner Sache, ist dieses Bewertungssystem oder dieses Bewertungs Prinzip ist für mich in meinen Augen Schwachsinn. Weil guten Daumen hoch, ja, da weiß ich, es hat euch gefallen. Daumen runter, da weiß ich aber immer noch nicht, warum es euch nicht gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr das reinschreiben würdet, wäre das auch kein Problem gewesen. Dann hätte ich das auch
drin gelassen, aber da nur eben dann immer Daumen runter kam und keine Begründung, warum man das schlecht findet, dieses Video, habe ich ganz einfach gesagt, naja, ist gut, dann brauchen wir das halt eben nicht. Weil damit wollte ich euch eigentlich auch mehr dazu zwingen, Kommentare zu schreiben, wie ihr das findet und was ich noch drinnen verbessern kann und. Das ist also nicht, um euch zu ärgern, sondern ehrlich gesagt, um mir ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Weil mit einem Daumen runter kann ich nichts anfangen. Ich bräuchte denn schon irgendwie mal so einen kleinen Hinweis, warum, weswegen ist das so? Ich nehme das da kein übel und wie gesagt, über Kritik bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß, keiner ist perfekt und ich möchte eigentlich die Videos so machen, dass ihr Spaß dran habt, die zu gucken. Es soll euch Spaß machen. Und ich sage mal, wenn ihr mir ein bisschen dabei hilft, ist es für mich leichter zu wissen, aha, in die Richtung muss es gehen, anstatt dann halt eben nur einen Daumen runter zu geben und sagen, das hat mir nicht gefallen, aber warum? Ja, soll er selber rausfinden. Ja, ich kann es aber in dem Fall dann nicht rausfinden. Weil, wie gesagt, ich kann auch nicht nachvollziehen oder beziehungsweise ich kann auch nicht sehen, wer diesen Daumen runter gegeben hat. Warum kann ich erst recht nicht sehen, wenn er keine Begründung reinschreibt? Gut, das war jetzt, also dieses Video ist doch ein bisschen länger geworden. Und ich hoffe, ihr versteht, warum ich das jetzt so mache und akzeptiert es. Und seid gespannt auf das nächste Video, was denn von mir kommt. Es werden jetzt, wenn es gut läuft, noch 6 Videos werde ich wahrscheinlich noch machen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, was ich noch bis zum, ich sage mal, bis zum 26. jetzt schaffe, noch zu drehen und hochzuladen, zu bearbeiten und. Das versuche ich noch hochzubringen, dass ich denn wenigstens bis zum 18.01., Quatsch, bis zum 18.02. die Sache ein bisschen überbrücken kann. Wenn denn auf einmal keine Videos mehr kommen, wisst ihr jetzt, woran es liegt. Nicht böse sein. Danach, sobald ich wieder zu Hause bin, geht es dann auf jeden Fall weiter. Das verspreche ich euch. So, ich hoffe nun, ihr versteht meine Einstellung und wünsche euch noch einen schönen Abend und sage Tschüss.